So, ich versuche es jetzt einfach so. Es gibt hier irgendwie ein paar Probleme. Sorry, die zweite Serie hat angefangen. Ganz komische Liste. 18. Passe. Ganz komische Liste. Mit einem Spiel bei Weg-Weg gegen 5-2 verloren. Ansonsten lag auch immer Minimum, aber irgendwie ist alles gut gegangen. So, mit der Karte kann man auch Grang spielen, 13 drücken, Karo Ass stechen, Bauern spielen, Kreuz Ass läuft und wir haben gewonnen. Weiß nicht, wir gucken mal Kreuz. danach, ob der gut gegangen wäre. So, ja, offensichtlich hat 10 Blank hätte wahrscheinlich ganz schön geholfen. 24 und 8, 32. Okay, das ist schlecht. 32, 48. Was haben die?57 sollten sie kriegen. Abwerfen. Den sollten wir jetzt nicht aus Spaß abwerfen. Der 57. Okay, Kreuz mit 2 gewonnen, der kann mir wohl auch gewinnen. Ja, viel gespielt auf jeden Fall. 4 zu 1 in Spiel 5. Einfach Karo verloren, wie gesagt, gegen 5 Trumpf. Null Ansatz. Passe. Den reizen wir jetzt mal nicht. Das Bild Passe. ist ein bisschen kleiner, als es eigentlich sein soll, aber Passe. ich. So, schon wieder Null Ansatz. 18. Passe. Passe. Nehmen wir mal nicht. Auch mehrere Ansätze. Peak. Peak 7. In Farbe. Kreuz König 9 gedrückt, hat er 24. Drehen wir mal auf Herz. 24, 38. Und jede Menge Chaos. Probe von 3 Chaos. Er muss schon voll abwerfen. Achso. Ja, gut, dann mal den auf den Stich hätten wir auch verzichten können. Okay. Das wird sehr passiv gereizt, auf jeden Fall hier an dem Tisch. 18, Passe, Ja, war, 20, wir sagen auch Spaß 20. Passe. So. 20 gepasst. In Hinterhand spielt man eigentlich den Herz. Aber in der Hoffnung, kann ändern. Ich spiele jetzt mal Peak. den Pik, weil ich hoffe, das Herz rauskommt. Mal gucken, was da passiert. Never. Der hat 5 Trumpf dagegen, oder was? Gut, das ist aber. Der kann doch jetzt nicht mit drei Jungs und Kreuz König zu viert
nicht 24 gereizt haben. Dann kann er erzählen. Sieben Trumpf in Kreuz. Was wiederum bedeuten würde, dass Karo Ass 10 natürlich auch dort steht. Oh. Ja, das haben wir gar nicht so schlicht gemacht. Beim Herz wären wir gegen 5 Trumpf gelaufen. Mit blanker Pik 10 wahrscheinlich immer noch gewonnen, aber. Passe. Passe. 18. Grand. Wow, den hätte ich ihm nicht zugetraut, diesen Ring. Aber naja, so, oh Gott, Gott, Passe. Gott. Ohne Passe. Luschen-Challenge. Achtzehn. Das wird glücklicherweise kein darüber Hand gereinst. Grand. Einfach Gramm Schneider, wunderbar. Ja, herzlichen Glückwunsch an Pledderhausen oder wie auch immer die heißen. Die haben auf jeden Fall gewonnen, weil die in der ersten Runde 3 zu 0 gespielt haben. 18, passe. Ja, das ist 20, kein gutes Handspiel, aber ich werde es reizen. ja. 22, Also, ja. es ist schon ein gutes 23, Handspiel, aber passe. ich habe halt Pik, Hand. diese Spiele ohne Trumpf vollen. Ich nicht so. Bin trotzdem Pik 7. Ah, 49, das sieht nicht gut aus. Ich weiß auch nicht, was hier noch passieren soll. 63. Ja, wäre es doch besser gewesen, 10 zu legen, aber wir kommen nie hin. Ja, da sieht man mal, warum ich diese Spiele nicht so gerne reize. Genau, dass alles passieren kann. Passe. Mittelhand ohne Passe. Trumpfvolle, den wollen wir auch nicht. 18. Kreuz. Kreuz.
Das sieht gut aus. Ich habe nicht mitgezählt, aber Maximum ist es 14, 35, 60, glaube ich. 63 sogar. Okay. Schlecht geschätzt. 18, Ja, um passe. das zu Ende zu führen, also die haben 3-0 gespielt in der ersten Runde und sind Meister. Passe. Herzlichen Grand. Glückwunsch. So. Le Mont Blanc ist grand. Hat er hier wirklich 2-0? Oh nee. Kann mir nicht vorstellen, dass er da geht. So. Schönes Qualitätsspiel. 18. Deswegen können wir eigentlich mal ein bisschen reizen, um zu gucken, was hier so alles möglich ist. Es ist ein sehr passiver Tisch. Aber mit der Karte Ja, kann 20. beide reizen. Ja, 22. Ja, 23. Ja, 24. Ja. Okay, an der Stelle sind wir nicht mehr 30? dabei. Irgendwer wird den Ja. Revers reizen. Und der andere hat 40? keine Ahnung was. Schauen wir mal. Ja. Pikant, krank, selber. 50? Oh, nur der Hand sogar ist unterwegs. Passe. Passe. Ja, Herr Kujas hat auf jeden Fall nur der Hand diese Sprungreizungsgeschichten, um die Gegner einzuschüchtern. Null. Auvers. Hand. Und Lupen rein natürlich, Rest schenken, Wop. Oh, da lag sogar noch Fett drin. Kommt es noch ein Pik aus? Passe. So, 4, 4, 2, 0. Passe. 18. Grand. So. Mal gucken, was das für ein Gang ist. Genug reicht halt. 18. Zwei passende zum Nullover. Ich habe keine Ahnung, Ja. komm, wir machen mal aus Spaß. 20. Ja. 22. Werden hier eh nicht Ja. rankommen. Passe. Was? 23. Das ist nicht Passe. dran. Nee, nee. Herz. Hand. Trotzdem lang auf. Warum habe ich jetzt Pik 9 gespielt? Ja, wir stehen auf 28, ne, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wo habe ich den?
60. Wo habe ich denn die drei Augen wieder? Okay. Drei Augen abhanden gekommen. Sorry, Gentlemen. Passe. 18. Passe. Ja, ich weiß, ich melde mich, wenn das erste Mal eine gute Karte drin liegt. So, Daniel drückt hier immer 4. Ich bin Fan von 14. 14, 8, 9. Wir gucken. Herz. Wir gucken mal, was passiert. Dann hätte auf jeden Fall. Nein, was habe ich da? Jetzt noch. Stellt er sich diese Trumpf 10 blank, der Fuchs? Eieiei. Passe. Passe. 18. Ja, irgendwie gefühlt ganz schön überspielt. So viel ist gerade gespielt die letzten Tage. Grand. Wahrscheinlich wäre 10 richtiger gewesen. 4K. Ja, war egal. Okay. Der Lothar Gujas, der spielt eigentlich sehr, sehr, Passe. reizt sehr seriöse Spiele. Vorhin bei seinem ersten Gang hat er mich damit jetzt nicht überzeugt, muss ich aber ehrlich 18. zugeben. Die Bauern sind gesprungen und er hat immer noch eine bestellte 10. Passe. Aber. In der Regel sind die schon ganz schön stabil. Achso, ich müsste mal ein Foto machen langsam. Ja. Grand. Oh, ja, dann machen wir irgendwann auf. Mit Karo Bauern spielt Kreuzbauern. Ja, jetzt wissen wir sicher, dass er Pik Bauern noch hat, weil sonst kann es ja kein Gang sein. Achtzehn. Passe, passe. Schon wieder vergessen, die Liste reinzustellen. Karo. Wie sah es hier überhaupt aus?
ganz gut. Bei Marco schlecht. Bei Martin durchschnittlich. Jetzt muss man kurz das Foto machen. So. Passe. 18. Passe. Karo. Nicht in der Anverlieren. Zurück. 14. Und 14. Kreuz. Und ich meine, wir haben nichts. Also, weiß nicht, wie das Spiel jetzt gehen soll. Er hat noch Kreuz Ass wahrscheinlich. Und bleiben ganz König. Sehr seriöses Spiel. 18, passe. Ist ja auch so eine 20, Geschichte, dass man bei ja. dieser Online, 22, ja. bei dieser 23, Geschichte in ja. der Online-Bundesliga ja auch nicht weiß, wer jetzt wirklich spielt, ne? Weil manchmal ist er Passe. dann verhindert und dann tritt er anders an, was auch immer. Also es ist zumindest nicht auszuschließen. So. Aber wir schauen einfach mal weiter, ob hier noch was kommt. Sieht ja alles sehr mager aus heute. Null. Okay, 0 gereizt, 0 wird gespielt. Wunderbar. Also machen wir den. Den. Also. So, alles relativ eng beisammen.18. Ist schlecht. Gucken wir uns das Passe. Spiel an. 20. Ja. Ja, Passe. machen wir das. Null oder Pik? Peak. Pik. Noch schlimmer. Noch schlimmer als 0, obwohl die nehmen sich beide nichts. So, okay. Was ist denn das jetzt?
Ja, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt Herz spielen. Der darf kein Herz haben und dann keine Ahnung, wie es weitergeht. Offensichtlich hat er Kreuz 10 gedrückt. Weiß halt, ob er mit 6 Treffer und 5 Treffer hat. Neue Entschuldigung, mein Herz. Jetzt muss Karo-Bahn-Nutte. Was macht er denn da jetzt? Das ist ja jetzt wirklich ein grobes Geschenk. Also, ja, offensichtlich war es keins, aber. Also, das hat ja jetzt alles komplett in der Seele wehgetan, was da gerade passiert ist. Passe. Gut, offensichtlich wusste er, was er tut. Ich entschuldige mich. Passe. Also, dafür, 18. dass ich das nicht gleich wusste, dass wenn er Herz aussticht, wir gewonnen haben. Aber diesen, also, wo er offensichtlich weiß, dass ich kein Karo mehr Kreuz. habe und nur noch Kreuz Ass, da jetzt nicht Karo zu spielen, das ist schon grob fahrlässig gewesen. Dachte ich zumindest. Schon Karo Bild vielleicht oder Herz zurück. Herz 10. So ein schöner Drangansatz. Passe. 18, ja. 20, ja. Passe. Das ist schon heiß jetzt. Grand. Ich mache den jetzt trotzdem. Ich muss zugeben, ich bin nicht sehr zufrieden. Gar nicht. 34 haben die schon. Wollen wir nicht gewinnen. 49. Es hätte halt irgendwie nur noch 10 Augen fallen müssen auf die Pik. War halt nicht so. Das Kreuz 2-2 und keine Chance den Gang zu gewinnen, das ist schon cool. Passe. 18. Schon Passe. eigentlich richtig gedrückt. Aber so, was machen wir jetzt mit der Karte? Kreuz. Wir spielen mal aus Spaß den 5-Trümpfer. Angenockt. Genau. Mal gucken, ob wir gegen 5 laufen. Ansonsten gewinnen wir das Spiel. Bis jetzt bin ich hier schon häufig gegen 5 gelaufen. Aber nicht so, stand alles 3-3.
zu finden bei dem Gang. Ist schon cool gewesen. Muss man sagen.18. Passe. Hier sind auch keine Fehler passiert. Passe. Weiß aber auch nicht, welcher Fehler da hätte passieren sollen. Aber so, jetzt haben wir den nächsten Herz. Unfall. K.O.-Rolle sollte schon kommen. Dieses Tempo der Q7, das hat mir schon gut gefallen, muss man sagen. Gut, wir spielen jetzt nur noch auf raus. Ist nicht mehr wichtig. So, 8 zu 4, mannschaftsdienlich. Wobei, weg, weg, bin ich in Gefahr. Passe. Passe. Aber ich gucke mir jetzt trotzdem nochmal aus Spaß, mal nicht nur aus Spaß, sondern den Stand an. So, Marco Menzel 6 zu 3, 257, bei der anderen 1500, okay. Martin, 1200, 1300, okay, das sieht auch nicht gut aus. Also, natürlich ist das alles okay. Thomas ist da. 18. Ja, gut, das ist halt wirklich alles der Wahnsinn, was hier jetzt abläuft. Ja. So. Peak. Peak. Sind 16, 26, 44 haben wir erst im Kopf. Es geht halt nicht. Es geht halt nicht, es geht halt nicht, es geht halt nicht. Das ist schon eine coole Liste. 18. Gut, dass es hier um keine Entscheidung mehr geht. So. Passe. Gut, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen anders gespielt, muss man natürlich dazu sagen. So, was machen wir jetzt? Kassieren wir hier den sechsten? Ja, komm. 20. Aus welchem Grund? Weil wir diese Null-Option haben, genau. Passe. Grand. Ein guter Aufschlag. Wenn ich jetzt hier nicht 20 gemacht hätte, hätte er auf jeden Fall noch Karten aufdecken.
lustige Liste. Oh, jetzt haben sie wenigstens Erbarmen gehabt. Passe. Oh. 18. Passe. Aber schon schön, dass man am Anfang der Liste die ersten 5, 6 Spiele, die leider nicht mit drauf sind, die waren auch eigentlich fast alle interessant. Auch was da immer für ein Schrott, beziehungsweise wie bescheiden immer im Skat lag. Da wusste man schon genau, das wird eine super, super schwierige Liste. Und dann 21. Gut, also die Wahrscheinlichkeit, dass hier okay, jetzt sollte er verstehen, der jetzt hier wirklich beide Asse. Der Klassiker, 5 Atu, Bella zu dritt, blank, blank, also zwei blanke Asse. Passe. Na, wieder die Halskrause voll. Ja, zwei rote Luschen werde ich schon finden. Aber ist alles nicht so schlimm. Passe. 18. Peak. Peak. Ja, was spielen wir aus? Das ist hier die Frage. Ne? Ich habe eigentlich auf Peak Lusche schon geklickt und habe mich dann wieder mal umentschieden. Peak 10 sollte reinkommen, das wäre ganz gut. Kommt nicht rein. Das ist nicht gut. 13. 24. Vierunddreißig meine ich natürlich. Diesen Zug, den haben die Hamburger alle drauf. Überstechen und spielen dann den höchsten Trumpf, um noch einen Stich zu machen. Den habe ich schon ganz häufig gesehen. 10 zu 5. Gott, oh Gott, das habe ich erst bei der Liga gerade gespielt. Aber es ist noch nicht vorbei, gehe ich mal von aus. So. Ich kann immer wieder gucken, wie es entsteht. Ob hier überhaupt Punkte noch eine Rolle spielen. Thomas Kinberg. Spiel 24. Achso, nee. So, ja, wir werden hier eh 18 sagen, aber ich möchte kurz das Thema zusammenrechnen. Die Ergebnisse. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. Passe. Karo.
Herz Ass würde haben, logischerweise, von 4-1. Skat hat auch nichts. Dann hätten wir wirklich gewonnen. Also, nichts zu machen. 18. Okay, wir haben 225 auf Platz 1. Passe. Ja, und dann können wir jetzt mal ein 20. schönes Schauspiel machen. Das Gang mit ohne 420 bringt uns jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Ja, guck Ja. mal, wie reizen wir jetzt? 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 27. Ja. 30. Ja. 33, ja. 35, ja. 36, ja. 40, ja. Das Problem ist, vierundvierzig, ja. Gang ohne 4 jetzt zu 45, gewinnen. ja. Wir haben 46, 264 ja. Rückstand auf die oder 48. so. Und ich habe 325 noch Rückstand. Also. Passe. Naja, wir lassen das Ding laufen. Und also irgendwie. Ja, ist das eine Null dann? Und dann gucken wir mal, ob wir damit noch Zweiter bleiben Herz. oder vielleicht Dritter sind. Kreuzfrei hinter uns, da wäre nicht viel gut gegangen, gar. Ja. Passe. Passe. Ja, hat noch 18. Spaß. Kreuz. Kreuz. Gegen 4 gewinnen wir meistens, gegen 5 verlieren wir. 13. Okay. Vielleicht mit der Dame. Billiger kriegen wir die nicht weg. Naja, wahrscheinlich steht ja eh alles glatt. Kein Schneidermotiv. Wirklich 4 Trumpf links. Könnte sein. 41 und noch einen schönen Stich mit 15 Augen auf 56. Vielleicht. Sprich Kreuz. Ja. Ja. Herz 10 mal gedrückt, nicht zu vergessen. Passe. So, das nächste Spiel Passe. kostet zu viel Geld. Wir lassen das mal aus. Ja, auf jeden Fall. Auch mal schön zu sehen, Passe. wie man beim Skat so zerfleischt werden kann. Und ja, danke und bis zum nächsten Mal. So.